Mein Name ist Tina Jürkert, ich komme aus Oberpfaffenhofen und das Land meiner Familie ist aber Nepal. Auf Nepalesisch sagt man Mero Nam Tina Ho, Mero Gaon Singli Ho, Mero Ama Baba Nepal Ma Ho. Asien ist so ein Anziehungspunkt für die ganze Familie und da habe ich sehr früh schon Nepal kennengelernt und bin dann immer wieder hingefahren. Nach stressigen Tagen ist so eine Bandprobe einfach super. Also da kann man ordentlich abrocken und da kann man vielleicht mal auch jemand anderes sein. Man kann die Spannung, die man so tagsüber in der Forschung so vor seinem Computer aufgebaut hat, die kann man dann abends ablassen. Ich baue vor allen Dingen Instrumente für Forschungsflugzeuge. Und die Faszination ist, wenn das dann funktioniert, so wie man ein Instrument geplant hat und dann merkt, das funktioniert auf dem Flieger genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Und wenn man dann die Genauigkeit der Messung nutzen kann, um tatsächlich wissenschaftliche Aussagen treffen zu können. Wir haben ein Flugzeug, was tatsächlich höher fliegt als alle anderen Flugzeuge. Man kann weiterfliegen und damit auch in Regionen fliegen, wo nie ein Mensch zuvor gesehen wurde. Hallo? 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 Ich hätte euch ja gerne mein Flugzeug gezeigt, aber kommt erst am 19. Dezember aus Amerika zurück. Hello, hello, won't you fly with us, come fly with us, hello, hello, hello. Spaß an der Arbeit ist für mich ganz wichtig. Das macht einen großen Teil meines Lebens auch aus. Also meine Arbeit ist mein Leben.